Waldmanns, hi und willkommen zurück zu Way of the Hunter, meine Freunde. Da ich ja in der vorletzten Folge gefragt habe, wie das aussieht wegen Transsilvanien, ja, ich würde sagen, herzlich willkommen mal in Transsilvanien. Und zwar habe ich jetzt einfach mal diese Map gestartet und es gab jetzt irgendwie auch keine Sequenz oder so, sonst würde ich sie euch einspielen. Man fängt einfach hier auf der Veranda an von dieser Jagdhütte, ich weiß nicht, ob das unsere ist. Ich habe hier auch noch nicht viel rumgeguckt, also eigentlich noch gar nicht, ich stand jetzt nur hier. Das siehst du auch hier an der Map, ne? Wenn du jetzt hier mal reinzoomst. So, siehst du? So, hier haben wir auch einen Schießstand, glaube ich, oder? Ne, Silberkugel Weide. Franz Ferdinands Sommerhaus. Okay, und unser Auto, das steht hier. Ja, kein Plan. Ich habe mir einfach mal überlegt, komm, dadurch, dass es halt auch die zweite Map gibt, lass uns doch einfach mal hierher gucken, um was wir hier so machen können. Und, ey, jo, man kann hier auch Trophäen aufhängen. Ist ja geil. Jo, also Dioramas. Sehr interessant, Leute. Sehr interessant. Ach, schön. Ich freue mich jetzt auch mal, einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. Ja, ich weiß, dass wir noch viel zu tun haben auf der anderen Map. Ist richtig. Wie sieht's denn eigentlich aus? Shop. Ah, unsere Waffen und so behalten wir, ne? Okay, das nimmst du quasi mit. Genau, das hier ist die 5er und das ist die 6er. Richtig. Das Fernglas, ja, alles da. Shop, Ausrüstung, gibt es hier noch andere Sachen, die man kaufen kann? Nö. Gut, hätten wir das. So, hier gibt es Grenzen. Ners, hier Transsilvanien, ne? Ich glaube auch, dass wir uns die hier freispielen können. Schlafen. Hier geht schlafen. Am Laptop kann man schlafen, okay. Auto ist klar. Okay, gut. Haben wir das? Ne, hier geht's raus, da will ich nicht hin. Ich möchte gucken, ob es hier irgendwo so eine Map gibt. So eine Karte. Die wir vielleicht aktivieren können. Und wo es hier diese Quest gibt. Muss es ja irgendwo geben, ne? Also, wir haben ja hier dieses Fragezeichen. Wollte schon sagen, kommen wir nicht hoch. Oh, hier schön. Auch schön aufgebaut. Gefällt mir. Oh, hier oben ist jetzt auch nichts weiter, ne? Ah, sehr interessant. Okay, auch hier muss doch irgendwo eine Quest sein. Hallo, Quest. Habe ich hier irgendwas verpasst oder so? Hier geht's auch nur raus. Sehr interessant auf jeden Fall. Hier steht unser Auto schon mal. Das ist schon mal viel wert. Aber hier irgendwo müssen wir doch noch eine Quest haben. Also Quests nicht so gesehen, so Hauptstory-mäßig, sondern einfach nur so Aufgaben, die du erfüllen musst, ne? Das finde ich ja auch mega interessant hier. Schön. Ich bin hier mal gespannt, was es hier so für Tiere gibt, ne? So, na, dann gucken wir mal ein bisschen rum hier. Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal hier. Ich mache ja das alles mit euch zusammen, ne? Ist ja klar, das hatte ich euch ja gesagt. Ihr habt, und daran halten wir halt immer noch fest. Kann sein, dass ich vielleicht ab und zu dann mal zwischendurch hier so ein bisschen jagen gehe, aber halt nichts Neues dann ohne euch mache. Gamma D, was? Silver Bullet Range, okay. Hier ist halt der Schießstand. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wo ist jetzt hier die Quest? Also wenn ich hier gucke, ne, die hat hier auf jeden Fall ein Fragezeichen. Wir haben auf jeden Fall Frage. Hier muss es ja irgendwo eine Aufgabe geben. Zumindest auch diese Tafel oder irgendwas, weißt du? Dass wir hier so ein bisschen was haben als Anhaltspunkt. Kann man eigentlich hier am Lagerfeuer pennen? Nee. Das geht nicht. Hier kannst du echt nur am PC schlafen? Das ist ja low. Also wenn das nur am PC geht, ist echt low. Wenn sie ja nicht mal ein Bett haben oder so, ne? Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Hier ist ein Bett. Gucke, hier haben wir ein Bett. Okay, gut. Direkt hier auch beim Laptop. Ah, warte mal, kann man hier nicht? E-Mail, gucke mal. Ne, hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Krankheit bricht aus. Das sind halt die Hauptstory-Sachen, ne? Das hier sind so die Nebenziele, die man hat.
Aber haben wir jetzt hier auch nichts? Hier kann man Dioramas bearbeiten. Oh Mann. Haben wir nicht irgendwo... Ich übersehe das bestimmt, oder? Ich übersehe es einfach nur. Ja, ich weiß nicht. Hier muss es doch irgendwie... Umsonst ist ja nicht das Fragezeichen da, ne? Franz Ferdinand Sommerhaus. Auch schöner Name. Ah, ja. Ja, kein Plan. Ich kann jetzt hier nichts finden. Aber laut dem Fragezeichen muss es ja irgendwas geben. Nö. Okay. Ja, ansonsten gucken wir einfach mal so ein bisschen rum. Haben wir ja eigentlich Fragezeichen noch so auf der Map? Nee, gar nichts, ne? Du hast ja gar nichts auf der Map. Was haben sie denn jetzt hier die nächsten Hütten? Aber ganz ehrlich, wollen wir vielleicht mal zu so einer Hütte fahren? Dann machen wir ein bisschen was, nee, nicht. Machen wir mit X einen roten. Nee, was mit V? Erkundungsmarker mit F. So rum. So. Da würde ich jetzt gerne mit euch hinfahren. Und dann müssen wir jetzt ins Auto steigen. Einfach, dass wir schon mal hier ein bisschen was aufdecken. Weil es ist ja sonst... Auch das ist hier keine Quest, obwohl hier ein Fragezeichen ist. Ich habe keinen Plan. Ach, hier, gucke, Interaktion. Nee, ist der Parkplatz. furchtbar. So, pass auf, wir gehen nochmal auf die Map. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall die Straße runter. Dann müssen wir nach links. Dann fahren wir weiter, fahren wieder nach links und dann einfach nur der Hauptstraße folgen. Genau, und dann kommen wir da zu der... Dings. Zu der Hütte. Zu Dings, weißt du? Dings. Könnte man ja nicht, genau. So, komm, dann machen wir das einfach mal. Gucken wir mal hier ein bisschen rum. Da habe ich schon richtig Lust jetzt drauf. So, jetzt sind wir ja schon mal unten. Oh ja, schön mit dem See, ne? Oh, herrlich. Scheint auch eine sehr schöne Map zu sein. Ja, die werden wir auch so nach und nach uns ranholen. Wir werden immer jetzt mal ein bisschen hin und her wechseln. Habe ich mir halt überlegt, dass wir auch ein bisschen Abwechslung jetzt hier reinkriegen. Das wäre schon echt nice. Wie ich das jetzt so im Endeffekt handhabe, weiß ich noch nicht. Das kann ich euch noch nicht sagen. Aber ich denke mal, es wird so ablaufen, dass ich dann immer ein bisschen was zusammensuche und wir dann... Ne, gerade Transsilvanien würde ich dann mehr so... ja, mehr mit Karten dann auch arbeiten. Jetzt so die erste 1 oder die ersten 1, 2, 3 Folgen machen wir alle schön zusammen und dann gucken wir halt mal, ne? Wie wir das machen. So, mittlerweile bin ich auch auf dem Weg der Besserung. Was meine Gesundheit angeht. Also die Nase ist nicht mehr allzu verschnupft. So, aber Tiere sehe ich ja auch wieder keine. Es kommt alles noch. Das Auto muss ich hier hochkämpfen. Kämpfe! Oh Mann. So, sehr schön. Ja, wie gesagt, gucken wir mal zu der Hütte dahin. Mal sehen, was es da so gibt. Ob es da Hüttenquests gibt, das, ich weiß es halt nicht, ne? Ich meine, hier auf dem Symbol hat man ja ein Fragezeichen, aber irgendwie... Wollte das nicht nehmen. Wie schnell fährst du denn? Ja, komm, gib mal Stoff hier, Junge. Wer von euch ist denn eigentlich auch schon in Transsilvanien unterwegs? Da oben ist auch eine Hütte, aber das ist einfach nur so ein Häuschen, glaube ich. Ach ja. So, 2,3 Kilometer. Sehr schön.
Tja. Ne? So ist das. So über die Brücke. Ja, jetzt geht's runter. Schön groß finde ich die Map auch wieder. Ich bin ja mal gespannt, ob es irgendwann noch mehr Maps geben wird. Und irgendwas war doch letztens auch mit einem Update, dass die hier in Transsilvanien irgendeine Saison gestartet haben, ne? Ich habe mir da jetzt das einfach nicht so richtig durchgelesen. Ich weiß nicht, ob das immer noch drin ist. Es war irgendwas mit Braunbären. Ich weiß nicht, ob es hier so bestimmte Jagdsaisons gibt, wo man halt gute Tiere schießen kann. Ich habe keine Ahnung. Jagderlaubnis erforderlich, siehst du? Hier brauchen wir zum Beispiel jetzt die Jagderlaubnis. Das heißt, wir müssten ja da in der Hütte eine Questreihe haben, die wir verfolgen können, um die Jagderlaubnis freizuschalten. Oder die müssen wir uns hier zusammen kaufen, das weiß ich noch nicht. Das werden wir ja gleich sehen, ja, wenn wir bei der Hütte sind. Tja, wird irgendwie ein bisschen, weiß nicht, also vielleicht, also wäre schon schön, wenn wir hier heute noch was schießen könnten. Aber gerade sieht es ja, naja, ne? Dem Auto fehlt einfach ein bisschen die Kraft, ne? Merkt man. So. 700 Meter noch. Dann haben wir das schon mal auch zusammen gemacht. Finde ich echt cool. Ja, wie gesagt, auch meistens die Stellen, die ich noch nicht aufgedeckt habe, das möchte ich halt mit euch zusammen aufdecken. Damit wir, im Endeffekt, ne, wenn wir irgendwann hier komplett durch sind, dass wir sagen können, wir haben alles schön zusammen gemacht. Ja, kämpf dich mal hoch hier, Mario. Ja, wichtig ist ja auch, dass wir dann, wenn wir jetzt hier die Hütte haben, dann können wir uns ja auch hin und her teleportieren, schon mal zwischen zwei Punkten, was ja auch schon mal sehr wichtig ist. Mach du Scheiße. Oben auf dem Berg, du. Transsilvanien. Doch da oben. Kommen wir da irgendwie noch hingefahren? Ne, da kommen wir nicht hingefahren. Ja, da laufen wir doch halt. Steig mal aus. Ah, da ist ein Ausrufezeichen. Also haben wir da schon mal Quests. Ist ja interessant, dass du da nicht mal hingefahren kommst. So. Obwohl es hier so Feldweg gibt, ne? Alter, krass, was läuft denn da? Nimm mal Sunglass. Schön. Oh, guck dir diese Tiere an. Sehr schön. Was ist? Rothirsche. Ruhig. So ruhig sieht das jetzt aber nicht aus. Wir sind doch alle weggerannt. Ja, ich war ja auch sehr laut. So, okay, wir sind auf jeden Fall hier an der Hütte. Lass uns hier mal ein bisschen rumgucken. Ah, guck mal, man kann sogar oben rein. Na komm, gehen wir einfach mal oben rein hier. Grüße. Hier können wir schlafen, hier haben wir schon mal ein Bett. Was haben wir hier? Nichts. Lernen können. Ach, man kommt von oben nicht runter, oder wie? Auch interessant. Okay. Ja, so stimmt das Parken, ne? Genau, das Auto können wir ja herrufen, wenn wir wollen würden. Das wollen wir aber nicht. So, dann gucken wir mal unten rein. Da haben wir ja die Quest. Mal sehen, was wir machen müssen. Aber Map oder so? Doch, hier hängt eine Map. Sehr schön. Okay, gucken wir uns das mal an, ne? You've discovered
Transylvanian Lowlands Habitat. The lower altitudes of these deciduous forests provide easier access for silent predators, while offering a large variety of game, from Eurasian badgers to fallow deer. Sehr schön. So, dann haben wir das schon mal. Okay, nice. So, was haben wir jetzt hier aufgedeckt? Jetzt haben wir hier nämlich die ganzen Fragezeichen, siehst du? Und das müssen wir hier ja eigentlich auch noch machen. Ah, hier ist auch... Jetzt haben wir ein paar Fragezeichen. Okay. Sehr, sehr geil. Alter, guck mal hier. Wie viele Hütten haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5... Insgesamt 5 Hütten. 2 haben wir. 3 müssten wir noch freischalten. Soweit wie ich das jetzt sehe. Oh, guck dir das an hier, wie viele Fragezeichen wir haben. Sehr schön. Da können wir doch ein bisschen auf Erkundung gehen. So, aber wir haben hier noch eine Questreihe. So, lass mal gucken, was die wollen hier. Lieber Reisender, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mein lieber Nachbar Adam Borumba hat bald Geburtstag, aber mir fehlt einfach die nötige Zeit, also muss ich dich fragen. Könntest du mir vielleicht bei dem Geschenk helfen? Du musst ein riesiges Wildschwein für ihn schießen, denn mein Nachbar hat eine tiefe Verbindung zu diesem Tier. Anschließend nimmst du bitte einen Brief von meinem Schreibtisch und heftest ihn an das eingepackte Wildschwein. Das Fleisch darfst du behalten, aber der Kopf muss auf jeden Fall Teil des Geschenks sein. Danke sehr, bestimmt wird er außer sich vor Glück. Adam Gottliedasko, irgendwie so ähnlich. Erlege ein Wildschwein mit einem Gewicht von mindestens 90 Kilo, was zur Hölle. Interagiere mit einem Bürotisch in Gottigatus Hütte mit der Grußkarte. Gottigatus Hütte, ja, das ist ja das hier. Okay, wir müssen eine Wildschwein erlegen. Das, da haben wir doch schon mal jetzt ein Ziel, was wir hier machen können. Sehr nice. Okay, cool, finde ich nice. Ein Wildschwein, na toll. Wildschweine, die gibt es ja gleich bei uns unten, denke ich mir mal. Weil alles andere wäre ja, ne? So, pass auf, dann gehen wir auf die Map. Dann haben wir doch jetzt schon mal ein Ziel. So, gehen wir, dann machen wir Schnellreise, ist klar. Jetzt haben wir ja Schnellreise frei, da können wir auch hin und her switchen. Sehr interessant. Jetzt müssen wir gucken mit dem Wildschwein. 90 Kilo, alter Falter. Aber hier muss es auch noch irgendwo eine Karte geben. Hier muss es irgendwo eine Karte geben. Ich habe die bestimmt übersehen. So blind wie ich bin manchmal, ne? Das ist echt nicht nett. Ja, aber ich sehe ja keine Karte. Ich würde sie... Ja, ernsthaft? Hier ist der Laptop, weißt du, hier hängt die Karte. Ey, wow, ihr habt mich bestimmt schon die ganze Zeit angeschrien. You've discovered Transylvanian floodplain habitat. The steady power of the Danube River has enabled development of various life forms in the floodplain region. This area contains a high density of waterfowl birds like wild ducks or grey-leg geese. Sehr schön. Na siehst du, jetzt haben wir das auch. Oh, herrlich. Gefällt mir. Aber das war's jetzt wieder, weißt du. Ja, manchmal ist es so. So, gut, jetzt haben wir hier auch die Map. Jetzt können wir raus hier. Jetzt können wir uns auf die Pirsch machen. Sehr, sehr geil. Nee, ich wollte zur anderen Seite raus. So, na dann gucken wir mal, ob wir ein Wildschwein heute noch kriegen. So, entdecken kann ich ja gerade nichts, ne? Oh, guck dir da unten. Da gibt es bestimmt eine Menge Sachen. Ja, als erstes müssten wir auch mal ein paar Spuren finden, damit wir überhaupt Anhaltspunkte haben zu dem Wildschwein. Oh, geil, Wildschwein jagen. Na, das macht doch übelst Sinn. Übelst Sinn, sag ich schon. Übelst Laune. Okay. So, jetzt lassen wir mal kurz auf die Map gucken. Genau. So, hier haben wir nämlich jetzt... So, den anderen haben wir jetzt weg. Genau. Okay, super. Jetzt haben wir hier einen Haken. Da haben wir einen Haken. Das ist schon mal perfekt. Ich würde jetzt einfach mal gerne darunter zu den Fragezeichen laufen. Und wir gucken gleich mal nebenbei... Ob wir ein paar Spuren noch finden. Und der Wildschwein, weil mit was für einer Waffe? Also ich würde es mit der Jagdstufe 5 machen, die wir haben auf der 1. Und die 6er haben wir auf der 2, alles gut. Also hätten wir mit, falls es doch 6er ist. Ein Wildschwein, na toll. Ich würde das Ganze so machen, dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen gucken. Und sollten wir jetzt hier ein bisschen Pech haben, würde ich uns... zum Wildschwein cutten dann, weißt du? Dass wir heute auf jeden Fall diesen Abschuss vom Wildschwein drin haben.
würde ich mich echt mega freuen, ob das jetzt nur 90 Kilo hat oder nicht. Spielt ja dabei keine Rolle. So, aber auf jeden Fall, wir laufen zum ersten Fragezeichen. Da habe ich schon... Das möchte ich machen. Wer weiß, was das ist. Und dann gucken wir auch einfach mal. Das ist nur ein Stein. Das sind 200 Meter. Aber ja, du siehst hier absolut keine Dingens. Keine Spuren. Ich möchte unbedingt Spuren finden. Wildschweinspuren. So. Na, da schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir schauen, oder? Halt! Spuren. Was haben wir? Wildschwein! Jawohl. Wir haben Wildschweinspuren entdeckt. Dann müssen wir dann... Ja, aber jetzt will ich ja schon zu Fragezeichen. Die 100 Meter nehmen wir uns jetzt noch. Weißt du, was das ist? Weil wir brauchen ja auch die bestimmten Zeiten, ne? Wann sie trinken, wann sie essen, wann sie schlafen, etc. Ach, hier ein Hochsitz. Ein Aufstand. Sie protestieren. Das ist wieder ein Aufstand. Ah, herrlich. Aber schön, jetzt haben wir den gefunden. Dann haben wir schon mal was. So, lass uns mal hochgehen. Vielleicht haben wir ja Glück und können wir von da oben schon was entdecken. So, hallo. Aufstand. So, zeig mal her. Genau, perfekt. Dann hätten wir hier hinten noch was, da noch was. Ah, hier kann man richtig viel entdecken. So, lass uns mal durchs Fernglas klotzen. Da hinten sind Wildschweine. Gut, sind die weit weg. Huch. Ja, komm, aber egal. Das sind Wildschweine, Leute. Wir können ja mal gucken. Ich weiß nicht, wie nah, ab wie viel Metern die ne, flüchten und so. Da müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, auf 250 kannst du ran, ohne irgendwelche besonderen Sachen. Na, 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 na. Ein Wildschwein, mindestens 90 Kilo. Da müssen wir schon ein dickes raussuchen. Wie schießt man Wildschweine? Kopf auf jeden Fall nicht. Ist das auch so wie bei den Hirscharten oder Reharten? Auch so Platzschuss? Ne? Also Platzschuss, habt ihr mir ja auch geschrieben, dass das ja halt zwischen den Schulterplatten ist, quasi Lunge, Herz etc. sitzt ja alles da so in der Richtung. Ich weiß jetzt nur nicht, beim Wildschwein müsste das ja fast genau das gleiche sein. Ne? Die Frage ist jetzt, ob die immer noch da sind oder ob sie jetzt weitergezogen sind. Die kommt zurück. Wie geil ist das denn? Wie sieht's denn aus? Kann ich mit der Waffe besser ranzoomen? Sehe ich da besser? Ach du Scheiße. Nee, da müssen wir auf jeden Fall näher ran. Obwohl ich halt auch gerne mal von weiter weg schießen wollen würde. Aber das wird sich hier halt nicht so ausgehen, weißt du? Obwohl das hier eigentlich echt eine gute Stelle ist, scheinbar. Ruhig, Weibchen. Erlege ein Wildschwein. Okay, Wildschwein ist jetzt egal, ob wir Männchen oder Weibchen, ne? Ha, das ist jetzt halt die Frage. Boah, der da ist eigentlich... Der sieht ja recht dick aus. Oh Mann.
würde sagen, wir haben unser erstes Wildschwein erlegt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das zählt. Ich habe das jetzt einfach mal getestet. Erschrocken. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Sehr na, das wäre doch aber super, jetzt noch zum Abschluss gleich das Wildschwein in der Folge. Das wäre ja, ne? Also für die Quest. Das Wildschwein haben wir erlegt, unser erstes Wildschwein. Auch sehr nice. Das muss aber voll der Kopftreffer gewesen sein. Oh je. So, wie sieht das eigentlich aus? Kann man hier auch seine... Die hauen ja nicht mal richtig weit ab. Guck mal, da hinten läuft noch eins. Ja, ist auch wohl jung. Ich weiß gar nicht, was das für eins war. Ich habe das einfach geschossen. Oh Mann, ey. Die waren Meister, ehrlich. Du schießt einfach auf ein Schwein. Du weißt nicht mal, was es ist. Ob es jung war oder was weiß ich. Ne, hier liegt es ja schon. Sehr interessant. Okay. So, Schädel, ne? Wir haben es voll im Schädel. Oh, schön. Ey, Wahnsinn. Also der Schuss war ja wieder erste Sahne, oder? Also, da muss ich echt ganz ehrlich sagen. Oh, 104,56 Kilo. Ja, nice. Sehr schön. Was war es denn? Männlich erwachsen. Okay, gut, das ist schon mal positiv, dass es jetzt kein Jungtier war. Leicht bewölkt. 47,8%, ja, das ist, kann man rausnehmen. Sehr schön. Ja, und wir haben auch nicht viel an Fleisch ausgebüßt. Das ist gut. Das ist gut. So. Viel Blut, sehr schön. So, gibt es denn jetzt hier eigentlich irgendwo Spuren, die wir hier entdecken können? Oder gibt es hier keine Spuren? Ich weiß es nicht. Weil normalerweise äsen die doch hier. Die waren doch hier am Fressen. Interagiere im... Ja, ja, das weiß ich. Das machen wir gleich. Das machen wir heute noch. Aber jetzt möchte ich gerne mal... Ich möchte gerne... Was möchte ich denn gerne? Ich möchte gerne noch ein Wildschwein sehen. Wo waren die denn jetzt hingelaufen? Keine Ahnung. Ja, aber Wahnsinn. Also, das war jetzt mehr Glück wie Verstand wieder bei mir. Erstens, dass es gleich so ein Wildschwein war, dass wir über 90 Kilo kommen. Zweitens, dass der Schuss gleich so gesessen hat. Aber ich weiß nicht, im Moment liegt wahrscheinlich an der Brille. Weil jetzt, ich habe ja zurzeit ständig meine Brille auf. Was ich ja sonst nicht am PC gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, ich brauche das. Ich muss sie aufsetzen. Ne? Ich muss mich halt echt dran gewöhnen, die Brille permanent zu tragen. Nicht nur beim Autofahren. Sondern dass ich es echt jetzt permanent trage. Ich meine, auf mein Profilbild habe ich es ja eh auf. Aber, ja. Ja, gut, komm. Haben wir jetzt hier weiter, ne? Lass uns gucken, hier ist andere Fragezeichen. Hätte man ja so den ganzen wegmachen. Jetzt gehen wir hier dahin. Geil, wir haben die Quest. Sehr nice. Ey, ich frage mich jetzt gerade nur, gibt es dafür eigentlich Geld? Jo, 1000. Ja, nice. So, wir müssen unten rein. Sehr schön. So, das ist aber schön, dass wir uns hier diese Jagderlaubnisse freischalten können. Freispielen können, ne? So, Happy Birthday. Ernsthaft. what does the pig say? You showed no signs, Sven is your sign. Und dann kann man das nicht lesen auf Deutsch. Wofür das Schwein steht, willst du wissen? Das müsstest du eigentlich selbst am besten wissen. Schließlich seid ihr vom gleichen Schlag. Ich wünsche dir den schlimmsten aller Geburtstage. Dein freundlicher Nachbar. Oh Mann, ey, wow. Lege das Geschenk vor der Tür des Burumbaus-Hütte ab. Müssen wir jetzt zur nächsten Hütte fahren? Ach du Scheiße.
Oh, da müssen wir da hinfahren. Oh, fuck. Das ist natürlich jetzt heftig, Leute. Hm. Machen wir in der nächsten Folge, oder? Fahren wir da hin? Dann haben wir schon mal in die Richtung, haben die zweite Hütte. Und dann, ja, ich geh mal hier raus, weil hier ist gleich das Parkplatzschild. So. So, grüß dich, genau. So, pass auf. Wir müssen dann hier runter, wieder links rum, dann rechts rum, dann wieder links und dann die ganze Zeit einfach nur geradeaus, ohne irgendwo abzubiegen. Und dahin, da müssen wir als nächstes hin. Ich würde sagen, da fahren wir in der nächsten Folge hin, machen die Quest. Ja, wir werden auch in der nächsten Folge hier noch eine Runde verbringen. Aber cool ist schon mal, dass wir unser erstes Wildschwein erlegt haben. Lass uns hier nochmal schnell reingucken. Wildschwein Stufe 5 haben wir sogar richtig gemacht. Und wir haben sogar hier gleich alles freigeschalten. Von 0 bis 5 schlafen sie, von 5 bis 9 fressen sie. Dann von 9 bis 13 trinken sie, von 13 bis 17 schlafen sie, von 17 bis 22 essen sie wieder, also essen. Und von 22 bis 0 gehen sie wieder trinken. Sehr interessant. Ja. Sehr, sehr interessant. Super. Gut, Freunde. Sehr nice. Wir haben unser erstes Wildschwein erlegt. Finde ich ja echt mega. So, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao, ciao.